Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000best TV. Heute bin ich wieder unterwegs in der KTM Motorhall in Mattighofen und bin unterwegs für unsere Serie Motorradtechnik im Detail. Diesmal für die Folge Staudruck-Airbox. Klingt vielleicht ein bisschen hölzern für euch, ist ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht wirklich was, wo man sich denkt, das hat auf die Fahrdynamik ganz großen Einfluss. Unterschätzen wir das Thema aber nicht, schauen wir uns das gemeinsam mit den KTM-Technikern an, hier in der KTM Motorhall in Mattighofen. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Geräusch, weil, sofern ich jetzt kein Elektromotorrad fahre, wo ich es natürlich nicht erwarten darf, wünsche ich mir bei einem Verbrennermotorrad schon ein gewisses Geräusch, das mir einfach zeigt, dieses Ding da unter mir arbeitet, das lebt, das macht was. Und Ansauggeräusch ist klarerweise, abgesehen vom Auspuffgeräusch, schon ein sehr orges, das mich auch fesseln kann. Ja, ich möchte auf jeden Fall das Ansauggeräusch hören, weil ich finde, dass das Geräusch ist, was ich bei höheren Geschwindigkeiten am meisten wahrnehme. Und weil es ein Geräusch ist, was auch sehr stark auf mich strahlt und nicht in meine Umwelt. Und vom Auspuff brauche ich eigentlich gar nicht so viel, aber so ein richtig schönes, heiseres Ansauggeräusch, muss ich sagen, das ist schon geil. Ja, also das Ansauggeräusch von der Brutale ist einfach unfassbar leibend. Aber ich glaube, das haben auch andere Hersteller relativ gut im Griff, dass aus der Airbox einfach ein mörderischer Sound rauskommt. Aber MV hat den Spruch wirklich schön gesagt. They wanted to reduce the noise and increase the sound. Das ist natürlich ganz leibend. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt heutzutage, dass der Hersteller das schafft, dass er dem Fahrer einen wirklich leibenden Sound aus der Airbox gibt und halt die Umgebung relativ unbedarft oder unbelastet lässt. Du hast bei dem Ansaugkanal, wenn das sehr direkt ist, hast du zum einen sehr hohe Geschwindigkeiten im Ansaugkanal. Und durch diese hohen Geschwindigkeiten werden natürlich dann auch, sag ich mal, hochfrequente Geräusche erzeugt, die dann auch fürs menschliche Ohr wahrnehmbar sind. Und wenn du jetzt diesen Kanal nicht gerade machst, sondern wirklich dann, sag ich mal, viele Windungen reinmachst, dann werden diese ganzen Geräusche einfach erstickt in diesem Kanal. Und du hörst davon nichts außerhalb. Staudruck ist der Druck, der sich ergibt aus dem statischen Druck, den man spürt, und dem dynamischen Druck. Der dynamische Druck ist der Geschwindigkeitsanteil, also die Geschwindigkeitsenergie. Und der Staudruck bildet sich immer da ab, wo Objekte im Wind stehen. Sprich, man hat den umgebenden statischen Druck und der dynamische Anteil wird ja abgebremst am Objekt und dann addiert sich das. Und das sieht man dann am Objekten an der Druckverteilung, dass halt gewisse Punkte einfach einen höheren Druck erfahren als andere. Und das ist der Staudruck. An der Front, beim Visier vom Helm, trifft die freie Anströmung beim Naked Bite, sagen wir mal, die freie Anströmung auf den Helm auf. Und da, wo jetzt dann die Fläche normal zur Fahrtrichtung steht, da ist im Regelfall auch der höchste Druck. Weil sobald jetzt dann das Objekt umströmt wird, sinkt der statische Druck ab. Das ist eine einfache Gleichung, das ist die Bernoulli-Gleichung. Da addiert man statischen Druck und dynamischen Druck. Und nachdem jetzt beim Umströmen die Geschwindigkeit erhöht wird, sinkt dadurch der statische Druck ab. Also seitlich am Helm hat man immer einen niedrigeren Druck als vorne am Helm. Das ist auch eine ziemlich einfache Formel. Das kann man sich aus der Fahrtgeschwindigkeit ausrechnen. Das ist die Luftdichte halbe mal V Quadrat, also die Geschwindigkeit zum Quadrat. Und das variiert natürlich von der Fahrgeschwindigkeit. Also man kennt das, wenn man die Hand aus dem Auto hält. Je schneller dass man fährt, desto stärker drückt sie die Hand nach hinten. G-
Genau, wir haben jetzt gerade vom Staudruck gesprochen. Dazu, um wirklich diesen Staudruck zu maximieren, muss man sich vorher den Staupunkt auf dem Motorrad anschauen. Also der Staupunkt ist sozusagen dieser Bereich auf der Verkleidung oder auf dem Motorrad. Also Staupunkt gibt es auch auf dem Helm beim Fahrer, wenn man jetzt weg vom Supersport wegsieht. Der Staupunkt ist einfach der Bereich auf dem Helm oder auf der Verkleidung, wo die Geschwindigkeit der Strömung null ist. Das heißt, die gesamte Strömungsenergie wurde in Druck umgewandelt. Wir haben null Geschwindigkeit, aber maximale Druckenergie. Und dabei sprechen wir sozusagen von dem Staupunkt. Und der Einlass in die Airbox sollte natürlich möglichst in diesem hohen Druckgebiet liegen, wo wir maximalen Druck vorherrschen haben. Man hat einerseits die Öffnung an der Verkleidung und diese Öffnung ist verbunden mit einem Ansaugkanal bis zum Filter und dann ab dem Filter beginnt im Endeffekt die Airbox. Das ist ein relativ großes Volumen im Vergleich zum Ansaugtrakt, wo dann auch die Ansaugtrichter vom Motor dann positioniert sind. Generell der Weg der Luft ist ja der Einlass in den meisten Fällen vorne. Also gibt ja auch Motorräder, wo jetzt die Luft nicht direkt vorne abgegriffen wird, aber im Regelfall wird die Luft vorne am Motorrad abgegriffen. Und der Kanal sollte möglichst so gestaltet sein, dass er wenig Verluste hat. Natürlich hat man strukturelle Bauteile, die den Weg der Luft jetzt ein bisschen stören. Und denen muss man natürlich ausweichen. Also wenn man jetzt an den Steuerkopf denkt, kann oder der Rahmen, der kann durchaus im Weg sein. Und dann muss man den Kanal so gestalten, dass er möglichst verlustfrei diesen Störobjekten ausweicht. Und wenn jetzt der Kanal aufgeht, dann steigt im Regelfall der statische Druck an, weil die Geschwindigkeit reduziert wird. Und wenn sich der Kanal wieder verjüngt, sinkt der statische Druck wieder. Im Endeffekt zählt aber dann nur, wie viel Energie von Einlass bis zum Auslass vom Kanal, also bis zur Airbox, verloren gegangen ist. Und das ist aber dann die Summe aus beiden, also die Summe aus statischem Druck und der Geschwindigkeitsenergie. Also da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss natürlich differenzieren, ob man jetzt ein Supersportmotorrad hat oder hat man jetzt wirklich nur ein Naked Bike Cruiser oder sowas ähnliches. Und also gerade jetzt, wenn man sich jetzt den Supersportmotorrad anschaut und oder auch wie es jetzt, sage ich mal, auch in der MotoGP gemacht wird, da hat man natürlich den Lufteinlass für die Airbox und den Lufteinlass sozusagen für den Motor wird natürlich sehr zentral im vorderen Bereich des Motorrads platziert, um sozusagen so viel wie möglich Luft reinzubekommen. Und aber es gibt natürlich auch für andere Anwendungszwecke, gerade im Tourer-Bereich oder im Naked-Bike-Bereich, da kann der Lufteinlass auch schon mal hinten am Heck sein und dann wird die Luft einfach nur angesaugt. Also wir haben einen Saugmotor mit Einspritzung und der saugt dann einfach die Luft an und da wird dann sozusagen nicht mit dem Staudruck, der vorne an der Verkleidung herrscht, mit dem wird dann nicht gearbeitet. Ja, die Airbox dient einerseits mal dazu, die Strömung vor dem Ansaugtrichter zu beruhigen, also relativ großes Volumen, hat man wenig Einfluss für Fehlanströmung der Ansaugtrichter. Und das Airbox-Volumen dient ja auch, einen gewissen Betriebspunkt vom Motor günstig zu beeinflussen. Also da geht es dann um Resonanzverhalten. Dass halt für eine gewisse Drehzahl vom Motor, eine gewisse Frequenz, die Airbox ideal funktioniert. Also motorseitig bei der Airbox gibt es ja die Einlassventile und je nach Drehzahl ändert sich die Frequenz, also sprich die Periodendauer, wo sich das Ventil öffnet. Und diese Öffnung vom Ventil resultiert in der Airbox in einem Drucksprung und dieses Drucksignal interagiert ja mit dem Gasvolumen in der Airbox. Und je nachdem, wie die Airbox designt ist, gibt es Reflexionen und
Diese Reflexionen nennt man halt Resonanz und die Resonanz begünstigt dann den Druck, der vom Staudruck zusätzlich dann noch in den Motor reindrückt. Also man müsste es wahrscheinlich mal, ich glaube, es gibt Piloten oder Testpiloten, die haben mal abgeklebt, haben es abgeklebt versucht und nicht abgeklebt versucht. Am Ende des Tages glaube ich, dass das Sinn macht. Das ist eine logische Geschichte, dass wenn ich da ein paar Prozentpunkt mehr Ladungsdruck in diese Airbox reinbringe, dass das von Vorteil ist. Aber dass ich das jetzt spüren würde, das wäre Marketing-Latein. Aber ich denke, das wird den Wirkungsgrad des Gesamtkonzepts erhöhen. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, die Mehrleistung durch den Staudruck ist so gering, dass man sie nicht spüren kann im direkten Fahrbetrieb, dass man sie sicherlich messen kann, dass das Motorrad dann vielleicht auch in der Höchstgeschwindigkeit ein paar km/h mehr schafft. Aber ich glaube nicht, dass man das als Normalfahrer spüren kann. Nein, das habe ich nicht gespürt. Und das war damals so die erste R6, wie das gekommen ist. Da haben, glaube ich, normal haben gehabt diese 600er Supersportler 110 PS, die waren super. Und die ist gekommen, die R6 mit 120 PS oder so, und haben gesagt, die letzten 10 PS RAM eher. Und das ist so gewesen, dass echt ein Aufschrei durch die Welt gegangen. Und man hat es eigentlich für eine Geschichtel gehalten, es dürfte aber keine Geschichtel sein. Also wenn das ein richtiger Staudruck reinfährt, wird da schon mehr Leistung rausgekommen. Nur, ich selber glaube, ich habe auf sowas auch nie 8 gegeben, aber selbst wenn ich auf das 8 geben würde, glaube ich nicht, dass ich das spüren könnte. Also bei MotoGP, also bei 300 Stundenkilometer sind das so 35 Millibar, bei 250 25 Millibar und bei 200 15 Millibar. Und so als grobe Daumenformel kann man sagen, 3 Millibar 1 PS. Also sprich, wenn man jetzt sagt, okay, der Motor hat bei uns auf dem Prüfstand bei normalen Atmosphärenbedingungen 280 PS und ich fahre mit 300 durch die Gegend, dann habe ich da so circa 13 PS mehr. Also es ist alles andere als vernachlässigbar. Das kann man, einerseits kann man das aus Erfahrung abschätzen, also sehr erfahrene Aerodynamiker wissen ungefähr, wie sie so eine Öffnung gestalten müssen. Man kann sowas auch berechnen, also mittlerweile macht man mit Strömungssimulationen einige Untersuchungen, wo man sich die Druckverteilung am Motorrad anschaut und wo man dann am besten die Öffnung platziert für den Ansaugtrakt. Genau, also diese Luft, die bewegt sich sozusagen durch den Ansaugkanal bis zur Airbox. Und dieser Ansaugkanal, der sollte natürlich so strömungsgünstig wie möglich gestaltet werden. Das heißt am besten sozusagen eigentlich ein gerader Ansaugkanal, der direkt in die Airbox führt. Und das wird aber auch heutzutage, also wenn man jetzt die Serienmotoren das sich anschaut, kann das nicht immer so einfach gestaltet werden, weil natürlich auch die Geräuschemissionen eine Rolle spielen. Und wenn man jetzt wirklich nur einen großen Ansaugkanal hat, der direkt zur Airbox führt, hast du auch hohe Ansauggeräusche. Daher werden bei vielen Serienbikes natürlich auch diese Ansaugkanäle wirklich, die winden sich dann teilweise bis zur Airbox, um die Geräusche einfach zu minimieren. Wenn man sich jetzt den Weg mal anschaut, wenn die Luft jetzt auf das Motorrad strömt, haben wir Verluste beim Eintritt in den Ansaugkanal. Dann haben wir Verluste im Ansaugkanal selber. Wir haben Verluste durch den Luftfilter. Und diese ganzen Verluste sollten natürlich so gering wie möglich gehalten werden, um den Staudruck in der Airbox, den der Motor sozusagen spürt, zu maximieren. Also beim Vierzylinder öffnen natürlich sehr viele Zylinder hintereinander. Dadurch haben wir, sage ich mal, sehr hohe Frequenzen. Und da ist die Gestaltung der Airbox und auch des Ansaugkanals spielt hier nicht so eine große Rolle wie beim Einzylinder selber.
Beim Einzylinder selber haben wir sozusagen die Öffnung nur von einem Zylinder, der die Luft immer ansaugt. Und dadurch kann man sich auch sehr gut die Frequenzen berechnen, die diese Öffnung von diesem einen Zylinder erzeugen. Und über eine optimale Gestaltung der Airbox und eine optimale Gestaltung des Ansaugkanals kann durch die Berechnung der Frequenz auch wieder eine Mehraufladung im Zylinder erreicht werden. Das heißt, für den Einzylinder spielt es eine größere Rolle, beim Vierzylinder ist es eher schwierig. Die pulsierende Gaszelle, das ist im Endeffekt der Druckimpuls, der vom Einlassventil getriggert wird in das Gasvolumen von der Airbox. Und je nachdem, wie lang jetzt der Ansaugtrichter zum Beispiel ist, also die Länge vom Ansaugtrichter, beeinflusst dann auch sehr stark die Resonanzfrequenz von der Gassäule. Serienmotorrad habe ich höhere Druckverluste durch einen Filter. Also wir haben im Motorsport sehr geringe Druckverluste beim Filter. Das ist so 7 Millibar ungefähr. Ich glaube, in der Serie sind die wesentlich höher. Also es sind bestimmt 20 Millibar. Das kommt einfach daher, dass man besser filtern muss für die Langlebigkeit von so einem Serienmotor. Das ist unsere MotoGP Airbox inklusive Ansaugschnorchel. Also hier vorne, das ist Verkleidung, da kommt die Luft rein. Da ist der Steuerkopf, geht um den Steuerkopf rum und wie man hier sieht, wird Wert darauf gelegt, dass die Strömungsverluste minimiert werden. Also möglichst wenig Umlenkungen, möglichst sanfter Verlauf oder ein Verlauf ohne Ecken, um da praktisch die Druckverluste so gering wie möglich zu halten. Dann strömt, also das ist das hier unten, da haben wir jetzt die Drosselklappen und das ist das Volumen, wo die Luft einströmt. Dann haben wir hier dann ist hier der Luftfilter, also hier strömt die Luft ein, Luftfilter. Und das ist der Bereich hinterm Luftfilter. Da sieht man dann die Einspritzung und die Trichter. Und in diesem Bereich hier hinten, in diesem Volumen, da wird dieser Staudruck erzeugt. Das heißt, wenn das Fahrzeug sehr schnell fährt, dann bildet sich aufgrund von der Fahrzeuggeschwindigkeit und dem Luftmassenstrom, der hier reinkommt, bildet sich hier ein Überdruck. Und der Überdruck, der hat natürlich Auswirkungen auf die Leistung. Deshalb spricht man da von einer gewissen Aufladung durch Staudruck. Ich brauche einfach, um noch Leistung bei höheren Drehzahlen generieren zu können, muss ich immer kürzer werden. Das ist so ein allgemeiner Trend. Wie gesagt, hängt natürlich auch davon ab, was für Ventilsteuerzeiten man wählt und was für Ventilerhebungen. Aber so generell kann man sagen, kurzes Saugrohr für hohe Drehzahlen, langes Saugrohr für niedrige Drehzahlen. Also hier sieht man, das hier ist die vordere Zylinderbank, das ist die hintere. Bei der vorderen haben wir kürzere Trichter, bei der hinteren haben wir längere Trichter. Weil diese Abstimmung, die funktioniert immer nur in gewissen Drehzahlbereichen. Da hat man eben so Überhöhungen aufgrund von Drucküberhöhungen. Und das ist natürlich dann, oder bewirkt gewisse Unregelmäßigkeiten in der Drehmomentkurve. Und um das Ganze zu glätten, fährt man zum Beispiel unterschiedliche Abstimmungen, vordere und hintere Zylinderbank. Thema Staudruck, Airbox hat am Anfang so noch ein bisschen an hölzernen, ja, durchaus technokratischen Thema geklungen.
Aber es gehört halt dazu und ich denke, die KTM-Techniker haben das bestmöglich erklärt, dass man es auch, glaube ich, versteht. Und jedenfalls vielen Dank. Gerne könnt ihr da unten drunter noch das Video bereichern mit euren Kommentaren. Das ist ganz, ganz wichtig. Die 1000 Base Community ist mittlerweile sehr groß. 280.000 Abonnenten haben wir und da machen einige immer fleißig mit und bereichern das Videoangebot von uns durch ihre wertschätzenden Kommentare. Vielen Dank jedenfalls dafür und wir sehen uns möglicherweise mal hier in der Garage in Mattighofen, aber auf alle Fälle nächste Woche auf 1000 Base TV bei der nächsten Folge der Serie Motorradtechnik im Detail. Bis dann, ciao!